Die Fraktion Die Linke, unser Kollege Matthias W. Birkwald. Bitte schön, Kollege Matthias W. Birkwald. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kolb, es gibt für Regierungsparteien wirklich nichts Schöneres, als mit Geschenken in den Wahlkampf zu gehen. Und genau das machen CDU, CSU und FDP, wenn sie jetzt die Beiträge von 19,6 auf 18,9% senken wollen. Manchmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, bleibt ja bei Geschenken wenig übrig, wenn man sie erst mal ausgepackt hat. Genauso ist es mit der Rentenbeitragssenkung, mit viel Tamtam verpackt, letztendlich doch nur Kleinkram und obendrein auch noch vergiftet. Ein solches Geschenk lehnen wir ab. Meine Damen und Herren, eine Dachdeckergesellin erhält nach zweijähriger Tätigkeit ein Tarifgehalt von 2.700 Euro brutto im Monat. Wenn der Beitragssatz um 0,7 Prozentpunkte gesenkt wird, muss sie knapp 9,50 Euro weniger Beitrag in die Rentenkasse zahlen. Das heißt in Köln-Lindenthal in der Mittagspause einmal Currywurst mit Pommes und zwei Mineralwasser. Ein Kölner Friseur mit Tarifgehalt müsste da schon auf die Currywurst verzichten und sich auf Pommes und Kakao beschränken, denn bei einem Bruttomonatsverdienst von 1.326 Euro kommen bei der von den Christdemokraten und den Liberalen gewollten Beitragssenkung nur noch 4,60 Euro bei ihm an. Und dabei wird eines vergessen. Diese mit großer Geste verteilte kleine Gabe führt dazu, dass die Menschen im Alter noch schlechter vor Altersarmut geschützt sein werden. Sie, meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktionen, beschenken heute die Menschen mit Currywurst Pommes, die sich diese Beschäftigten morgen als Rentnerinnen und Rentner nicht mehr werden leisten können. Ihre Rentenpolitik, vor allem die Rente erst ab 67 und die Absenkung des Rentenniveaus, Herr Kolb, wird am Ende zu Rentenkürzungen führen. Und genau das müssen Sie den Menschen dann auch mal sagen. Hören Sie auf, die Menschen an der Nase rumzuführen. Sagen Sie ihnen, dass das bisschen mehr Netto vom Brutto heute zu mehr Altersarmut morgen und übermorgen führen wird. Seien Sie einfach ehrlich oder noch besser, ziehen Sie den Gesetzentwurf zurück. So, jetzt, Herr Kollege Birkwald, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Kolb. Bitte schön, Kollege Dr. Kolb. Herr Kollege Birkwald, wären Sie denn bereit, mir zuzustimmen, dass die erworbenen Rentenanwartschaften in einem Jahr nicht von der Höhe des in diesem Jahr geltenden Rentenbeitragssatzes abhängen, sondern allein vom Verhältnis des verbeitragten Entgeltes eines Versicherten zum Durchschnittsentgelt in diesem Jahr. Dass also wer genau das Durchschnittsentgelt verdient, einen Entgeltpunkt bekommt. Und dieser Entgeltpunkt ist aktuell 28,07 Euro wert, und zwar unabhängig von dem Beitrag, den man dafür bezahlt. Und dass niemand heute voraussehen kann, nicht mal ein Matthias Birkwald, wie der aktuelle Rentenwert im Jahr 2030 sein wird, dass es jedenfalls keinen Automatismus gibt, dass das Nettostandardrentenniveau vor Steuern auf 43% absinkt, sondern dass wir vielmehr im Moment eine deutlich günstigere Entwicklung haben. Wären Sie bereit, mir bei diesen Punkten zuzustimmen? Also, Herr Kollege Kolb, Sie haben das ja gestern im Ausschuss auch schon mal so versucht. Und ich will Ihnen gerne sagen, dass Sie gerade am Schluss in Ihrer Frage den wesentlichen Punkt genannt haben. Ihre Politik ist es, das Rentenniveau abzusenken. Und ob am Schluss 43% rauskommen oder 44,5%, es ist alles deutlich nicht mehr lebensstandardsichernd. Es ist deutlich weniger als heute, wo das Rentenniveau bei knapp 50% liegt. Und gerade diejenigen, die Durchschnittseinkommen haben oder niedrigere Einkommen haben, schicken sie damit in die Altersarmut. Das hat die Ministerin von der Leyen, und das habe ich ausdrücklich gewürdigt, deutlich gemacht mit ihrer Schocktabelle in der Bild am Sonntag. Wenn Sie an der Rentenformel nichts ändern und die Kürzungsfaktoren nicht streichen, dann werden die Renten weiter absinken, und dann werden Sie damit Millionen Menschen in die Altersarmut treiben. Daran führt kein Weg vorbei. Meine Damen und Herren, wer jetzt den Rentenbeitrag senkt, tut nichts dafür, dass die Rente zum Leben reicht. Das habe ich gerade noch einmal erläutert. Die Rente muss wieder den Lebensstandard sichern, und sie muss vor Altersarmut schützen. Und mit der ständigen Beitragssatzsenkerei ist das nicht zu machen, Herr Kolb. Das können Sie nicht behaupten. Das sind wenige Euro im nächsten und im übernächsten Jahr. Aber auf Dauer geht das Rentenniveau runter, und damit ist das die falsche Politik. Der DGB hat erkannt, dass die Beitragssatzsenkerei nichts nützt.
Und CDU, CSU haben das auch verstanden. Und die FDP, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber sie wollen das Problem verschlimmern. Und auch die SPD tut bisher jedenfalls nichts gegen den freien Fall des Rentenniveaus. Und die Kollegin Pothmer von den Grünen findet sogar die Absenkung auf bis zu 43% des Rentenniveaus richtig. Also das Motto lautet dann bei mehreren im Hause, Hauptsache die Rentenbeiträge steigen nicht zu sehr. Und das bedeutet dann aber, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ordentlich entlastet bleiben und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer privat vorsorgen sollen. Und wer das nicht schafft, wird dann in die Grundsicherung abgeschoben. Das ist zynisch, das ist unverantwortlich und da macht die Linke aus guten Gründen nicht mit. Meine Damen und Herren, die Rentenversicherung hat kürzlich auf das besonders hohe Armutsrisiko für Erwerbsgeminderte hingewiesen. Wer im Jahr 2000 in eine volle Erwerbsminderungsrente ging, erhielt im Durchschnitt, Herr Kolb, 738 Euro. Voriges Jahr waren es noch 634 Euro, also 104 Euro weniger. Und wenn die Kölner Dachdeckerin vor ihrem 63. Geburtstag erkrankt und nicht mehr arbeiten kann, wird ihr die Rente um bis zu 10,8% gekürzt werden. Und diese ungerechten Abschläge zu streichen, würde die Betroffenen im Durchschnitt immerhin aus der Grundsicherungsbürokratie herausholen. Das wäre zwar lange noch nicht genug, aber es wäre ein erster wichtiger Schritt. Und er ist finanzierbar. Die Abschläge abzuschaffen würde bis zum Jahr 2030 insgesamt ca. 4,6 Milliarden Euro kosten. Und durch die Beitragssatzsenkung der Rentenkasse gehen jetzt 8 Milliarden Euro verloren, jedes Jahr. Meine Damen und Herren, niemand wird freiwillig krank. Und deshalb müssen die Abschläge in der Erwerbsminderungsrente gestrichen werden. Und das wäre locker zu finanzieren. Herzlichen Dank. Nächster Redner in unserer Aussprache.